So, nochmal ein Update zu meiner Notstrom-Solar-Inselanlage. Ich habe ein bisschen was verändert. Grundsätzlich steht hier ja mein Batterieblock aus zwei parallel geschalteten Motorradbatterien, die zusammen ungefähr, ja, so ungefähr 190 Wattstunden bringen. Das sind halt zwei 7 Ampere-Stunden Batterien, halt Motorradbatterien, 12 Volt als Gel-Batterien. Hier ist halt nach wie vor der Lader, der Solar-Controller, der jetzt ja, bei 13,8 angekommen ist. Und mal gucken, wie weit er noch lädt. Ob er überlädt und so, das werde ich alles noch feststellen. Am USB-Port habe ich jetzt mein Tablet und ja, wie man sieht, warte mal, ich kann mal kurz anmachen. Oh, das lädt halt. Da oben sieht man es, glaube ich, das lädt. Und gleichzeitig habe ich natürlich hier auch noch einen 12 Volt Stromanschluss, das ist dieser hier. Den habe ich verbunden mit meiner Aquarienlampe. Und hier vorne kann ich die ein- und ausschalten. Und zack, es werde Licht. Das ist eine, ich glaube, 8 oder 9 Watt Aquarienlampe, die wirklich schon richtig helles Licht macht, die auch dimmbar ist. Und ja, das läuft halt auch parallel, alles parallel und zieht auch wenn auch nachts oder abends, wenn nichts geladen wird, sind sowohl die Lampe als auch das USB-Ladegerät einsatzfähig, weil es eben von der Batterie gespeist wird. So, und meine Neuerung ist, ich habe jetzt das Panel hier doch abgehängt und ich habe es verlängert und mit Kabeln verlängert, dass ich es hier draußen auf dem Gartenstuhl auch wirklich optimal auf die Sonne ausrichten kann. Das fand ich wichtig. Ich kann es auch innen wieder mit den Saugnäpfen fest befestigen, aber ich finde es wichtig, wenn wirklich mal gut Sonne ist, im Winter insbesondere, dass man das Ding optimal in die Sonne ausrichten kann, ne? Also insgesamt ist es jetzt also Notstrom. Das ist Notstrom und funktioniert. Ich habe die Möglichkeit, meine Handys, mein Tablet zu laden. Ich habe die Möglichkeit, Licht zu machen über meine Aquarienleuchten. Ich habe die Möglichkeit, mein Panel nach draußen zu legen, auf dem Stuhl und optimal in die Sonne zu richten. Und habe halt die Möglichkeit, was weiß ich, durch die Batterien. Und durch den Batteriepuffer im Grunde genommen auch nachts und abends die Leistung abzurufen, die ich dann über den Tag wieder in die Batterien einlade. Ne? Ja, ich denke mal, ich bin damit so autark für mehrere Tage. Falls mal irgendwie, wie gesagt, die Lichter ausgehen, Handy etc., finde ich extrem wichtig, dass es funktioniert. Wegen, ja, erstmal Informationen. Und auch Kommunikation. Und zweitens habe ich, wie gesagt, mit einem 12-Volt-Anschluss noch die Möglichkeit, abends oder nachts Licht zu machen. Und ja, ich denke mal, wie heißt es immer so schön? Besser sowas haben, als irgendwann zu brauchen und es nicht zu haben. Und mich hat der ganze Spaß 49 Euro gekostet und die Batterien, die hatte ich noch aus einem anderen Projekt, hatte ich die noch liegen. Ja, also ich habe keinen Bock mit Kerzen rumzumachen bei Licht und so. Und wie gesagt, Strom für Handy finde ich extremst wichtig, ne? Weil ohne Information ist das Leben heutzutage auch nicht wirklich machbar, sag ich mal.
Kochen, also das sage ich dazu, alle hochenergetischen Verbraucher wie Kochplatten, was weiß ich, Heizung über Strom, was weiß ich, also alles, was sehr, sehr hohe Leistung braucht, kann man mit solch einer Anlage natürlich vergessen. Aber das ist auch nicht notwendig im Notfall. Dafür habe ich mir schon längst Campingkocher auf Ethanolbasis geholt. Man kann auch letztendlich den Brenner eines Raclettes nehmen. Und damit würde ich dann mir zumindest morgens mal einen Kaffee warm machen oder eine Suppe mittags. Da habe ich 2 Liter Ethanol habe ich stehen. Die würden auch erstmal ein paar Tage halten. So, ne? Okay, das war jetzt also mein Statement ja, ich sag mal, zur Elektro-Prepper-Nummer, so, ne? Also Notstrom. Okay, bis dann.